Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander. Heute spielen wir weiter. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe gestern schon ein Part von Road to Commander hochgeladen. Es war ein ultra krasses Gameplay da, so ein wirklich krasses Comeback. Und das hat mich auch wirklich gefreut, dass es dann bei euch so gut ankam, wer es verpasst hat. Ich verlinke es mal in der Beschreibung, der erste Link gleich dort. Werdet ihr zur Playlist verlinkt, da könnt ihr euch übrigens auch alle anderen Videos ansehen, die ich zu Road to Commander gemacht habe. Und genau, dieses Mal habe ich mich entschieden, C4 reinzutun, denn ich habe mir überlegt, dass ich ein bisschen mehr mit C4 spiele. Und wir steigen auch gleich in ein Team Deathmatch ein und sehen, was wir reißen können. Ich habe ja wieder jetzt mit Road to Commander angefangen, für die Leute, die es nicht wissen. Und wir spielen auf Vertigo, was eine relativ coole Map ist eigentlich. Es ist so eine Art, ich weiß nicht, ich glaube, die befindet sich im Himmel. Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Und ich spiele hier mit meiner Lieblingswaffe. Und wir haben gleich eine Drohne in der Luft. Oh, da befindet sich einer. Mein Auge juckt, das nervt immer, wenn mein Auge juckt. Das sind ein paar Sniper, vielen Dank für die. Danke. Wo ist der andere? Da. Komm schon. Danke. Oh, verdammt, da kommt jetzt. Nein! Ah! Schade. Sehr, sehr schade. Ich hätte nicht gedacht, dass er da kommt. Er hat anscheinend sowas wie eiskalt drin. Und das ist wirklich ein ganz großes Problem an mir. Mich juckt immer irgendwas. Oh, verdammt. Meine Waffe ist jetzt nicht so die für Fernkämpfe, aber ich kann ja mal mit C4 versuchen. Und ja, es hat auch gut geklappt. Ich gehe mal hier lang, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da lang gehe, dass mich der Sniper holen wird. Wir verlieren diesen Kampf. Da kommen die jetzt alle raus. Am besten, wenn ich mich hier hinlege. Am besten. Ich tendiere auch immer in so einer Situation zum Nachladen. Aber das ist wirklich ein großer Fehler. Von rechts. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Du brauchst gar nicht versuchen, hinter mich zu kommen. Diesen Sniper habe ich dort auch gesehen. Ah, Alter. Kurz vor der Drohne. Drohne. Der. Oh, wir haben sogar einen, der alles runterschießt. Finde ich sehr gut. Weil ich immer zu faul bin, um alles runterzuschießen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wo ich mein nächstes Road to Commander machen werde und ob ich überhaupt eins machen werde. Nochmal, weil... Oh verdammt, wir haben ihn bekommen. Das war jetzt eine Verschwendung vom C4. Und ich habe mir überlegt, ob ich noch eins machen werde. Ich war mir nicht genau sicher. Vielen Dank für die 2 Kills. Ich werde hier runterspringen, weil ich denke, das werden sie nicht erwarten. Da. Ich aktiviere mal kurz die Drohne. Jetzt warte ich kurz rechts von mir. Ja, vielen Dank. So, ab jetzt bauen die Gegner irgendwo anders. Ich nehme mal kurz eine Sniper hier. Vielleicht kann ich auch mal versuchen, jemanden zu snipen. Mit meiner jetzigen Empfindlichkeit wird das wohl nix. Allerdings kann man es ja versuchen. Ich glaube, der wird hier reinkommen. Ja, das war mir klar. Hab den auf der Karte gesehen. Oder ich hacke eins von beiden, müsst ihr entscheiden. Oh, was? Was? Alter Schwede, der Typ. Alter Schwede. Hätte ich nicht erwartet, dass er da auf einmal vor mir steht. Ich sollte mich nicht so sehr auf die Map verlassen. Ich habe das immer das Gefühl, ich verlasse mich sehr, sehr stark auf die Map. Sehr, sehr stark. Okay, das war jetzt ein sehr schlechter Wurf. Aber das habe ich eher gemacht, um zu testen, ob sich da jemand befindet. Übrigens, ich liebe die Waffe, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Die ist super, super geil. Okay, das ist sehr schlecht. Nein! Ah, schade. Sehr, sehr schade. Aber kein Grund zur Sorge. Wir spielen einfach ganz normal weiter. Ich denke, jetzt wird es sich lohnen. So ein C4, ja, jetzt lohnt es sich, genau. Auf jeden Fall C4, super, super geil. Habe ich viel zu selten eingesetzt, viel, viel zu selten. Ich werde mal kurz eine Blendgranate darüber. So, ich denke, die müssen gestunt sein. Vielen Dank für den Kill, mein Freund, vielen Dank. Mann, sind diese Sniper heutzutage alle sehr, sehr nett. Die haben gerade eine Konterdrohne oben, deswegen weiß ich nicht genau, wo die spawnen. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Da ist einer. War das einer? Ist das ein Gegner? Nee, ist es nicht. Da ist einer. Okay, die kommen also von da. Jetzt ist unser Radar wieder da. Okay, ich glaube, mein Teammate ist gerade hier gespawnt. Deswegen hier werden die wohl nicht spawnen. Dropshotten ist übrigens sehr, sehr gut bei Snipern. Und ein paar Leute sagen, Danny, wieso gibst du uns diese Tipps? Wir wissen doch schon Bescheid, wie das Spiel funktioniert. Diese Tipps gebe ich nur den Leuten, die wirklich auch besser werden wollen. Dazu mache ich ja auch die Call of Duty Videos für die Leute, die besser werden wollen. Weil ich muss sagen, wow. Alter Schwede, von wo kommt dieser Typ immer? Ich erwarte den einfach nie. Was ich sagen wollte, und zwar diese Tipps, die gebe ich einfach immer für die Leute, die besser werden wollen. Auch wenn ich selber gerade nicht wirklich gut spiele. Ich meine, ich spiele relativ okay, schätze ich mal, aber nicht gut. Mein Aiming könnte besser sein, sehr, sehr viele Sachen könnten besser sein. Das ist nun mal eine Tatsache.
Und da braucht man auch gar nicht drüber zu streiten. Auch wenn ein paar Leute sagen, ich spiele richtig gut, aber ich spiele nun mal nicht so gut im Moment. Um richtig gut zu spielen, müsste ich viel mehr Black Ops 2 gespielt haben. Schon von Anfang an, aber damals habe ich es nicht so oft gespielt. Und da sieht man die Vorteile von, ja. Also ihr seht, mein Team hat sehr, sehr viel, guck mal, 6 zu 14. 5 zu 14. Man kann da gar nicht gewinnen. Ich glaube, da müsste ich richtig gut spielen. Aber das Gute ist halt wenigstens, ich habe jetzt eine 3er-KD. Und damit gebe ich mich auf jeden Fall zufrieden. Und genau, dann spielen wir doch ein Spiel. Und schauen mal, was für ein Gameplay wir nächstes Mal reichen können. Ich spiele auch sehr, sehr oft mit der, hier, wie nennt man die nochmal? Friedensstifter. Aber ich muss sagen, diese Waffe ist wirklich sehr, sehr geil. Also ich mag sie sehr, sehr gerne. Vor allem, ich bin immer noch Level 45 leider, weil ich warte, bis ich die SMR bekommen kann. Ich glaube, die SMR ist dieses diese Dreierburst-Waffe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und die M8A1, ich überlege, was für eine Waffe das ist. Könnte es sein, dass es die Scorpion ist? Ich bin mir nicht genau sicher. Oder gehört die Scorpion zu den Sturmgewehren? Ah, nee, die Scorpion gehört zu den MPs, genau. Und die, genau, bei den Sturmgewehren fehlen uns noch 3 Stück. 3 Stück fehlen uns noch, bei den MPs nur eine. Ich kann ja mal gerne die SKH mal nehmen. Wisst ihr, was ich mache? Kann ich nicht irgendwie die Klasse kopieren? Doch, das geht irgendwie, aber ich habe jetzt vergessen, wie leider. So, das Iron Sign ist ziemlich gut. Nehmen wir mal, nee, das brauchen wir gar nicht. Machen wir mal weg. So, jetzt haben wir noch für eine Sache Platz. Ich weiß aber nicht genau für was. Ah, genau, wir nehmen noch eine Tarnung für diese Waffe mit. So. Gut, ich, mich interessiert es mal, weil es gibt ja immer so unterschiedliche Videos, die ich mache. Zum einen sind manche Videos, vor allem das ist immer sehr, sehr oft der Fall, wenn ich, nachdem ich Kaffee getrunken habe und am Morgens, wenn ich Kaffee trinke, da bin ich extrem, extrem wach und ich laber und laber und laber und laber. Mich würde mal interessieren, übrigens, ich spiele kurz mal mit der SKL, damit ich ein paar Sachen freischalte, unter anderem auch den Schalldämpfer, das ist nämlich das, was ich für die Waffe brauche. Mich interessiert es mal, ob ihr eher diese ruhigen Videos mögt oder eher diese aufgedrehten. Es kommt auf meine Laune an diesem Tag. Denn so spiele ich eigentlich immer, wie meine Laune ist. Deswegen würde ich mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Verdammt. Ah, wir hätten die beide bekommen müssen. Wir hätten sie bekommen müssen. Ich glaube, er ist ja auch irgendwo, weil ich gleich neben ihm gespawnt bin. Es sei denn, nee, da hinten, er ist da hinten. Habe ich leider geschossen, was nicht so gut war. Was? 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 Wow. Ich habe ihn gar nicht mal gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er noch existiert. Da hinten ist einer. Wow, ich kann mit dieser Waffe irgendwie nicht umgehen. Ich kann mit dieser Waffe nicht umgehen. Keine Ahnung. Die ist richtig gut, die Waffe eigentlich. Aber ich kriege jetzt nicht hin, mit der umzugehen. Vor allem, da ist ja auch ein Sturmgewehr. Es ist ja auch gut für Fernkampfdistanzen. Aber ich habe diese Waffe, ich glaube, nie gespielt. Entweder das liegt daran. Ja, ich finde die jetzt... Wow. Ich finde die jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute. Also ich komme damit nicht so ganz klar. Aber ich gebe trotzdem mal mein Bestes mit der. Im schlimmsten Falle wechsle ich einfach die Waffe, wenn es gar nicht geht. Aber ich habe nicht mal C4 dabei, verdammt. Mann. Oh, das ist mein Teammate. Da ist einer. Gut gemacht, Teammate. Sehr, sehr gut gemacht. Mein Team ist trotzdem am Gewöhnen. Ja, sorry. Ich wechsle die Waffe. Ich kann mit der nicht spielen. Ich weiß nicht. Ich kann mit der einfach nicht spielen. Vielleicht spiele ich auch falsch auf dieser Map einfach. Obwohl ich auf dieser Map eigentlich ganz gut bin. Aber irgendwie bekomme ich im Moment nichts wirklich hin. Er ist hier irgendwo, das weiß ich. Oder da hinten. Ja, mit dieser Waffe bin ich schon viel besser. Ich weiß nicht. SKL ist eigentlich eine gute Waffe, ne? Merkwürdig. Vielleicht ist einfach nicht mein Tag heute für sie. Wow! Alter Schwede, habe ich Pech. Ich habe ein 3 zu 6. Irgendwie kann ich das gar nicht glauben. Alter Schwede. Das tut mir extrem leid gerade. Weil ich würde gerne besser spielen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Weiß nicht. Das ist auch immer das Blöde am Road to Commander. Man muss wirklich die schlechten Gameplays auch hochladen. Das schmerzt wirklich, weil eigentlich habe ich nie so schlechte Gameplays, aber im Moment ist gar nicht so mein Tag, glaube ich. Weiß nicht. Auch bei Mario Kart habe ich heute auch schon gespielt. War nicht so mein Tag, aber wisst ihr was, Leute? Wir lassen uns davon nicht runterziehen und spielen trotzdem weiter. Wie immer. Vorräte unterwegs. Ich glaube, die befinden sich da hinten. Oh, da befindet sich jeder. Oh nein, 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 nein. Nicht killen. Ich will wenigstens positiv gehen.
wenigsten positiv. Vielen Dank für den Kill, du AFK-Mensch. Du AFK-Mensch. Wir haben hier übrigens C4 dabei. Fällt mir gerade auf. Werfe ich mal eins nach oben. Gut, da ist keiner. Das wissen wir schon mal. Ich glaube, die befinden sich alle dahinter. Ich gehe aber mal diesen Weg hier lang. Ich glaube, er ist links hier. Hier drin, ne? Wow! Wow! Was? Oh Gott, ich bin ein bisschen deprimiert gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wieso ich es gerade... Entweder meine Reaktionszeiten sind gerade nicht so gut, das kann ja auch sein. Oder ich weiß selber nicht, was los ist. Das ist der einzige Nachteil in Road to Commander, dass ich wirklich jeden Mist hochladen muss. Ich könnte ja auch quasi nur Live-Gameplays machen. Bei Live-Commentaries, die muss ich ja... Da muss ich nicht jeden Mist hochladen. Wechsle das Magazin. Ich gebe trotzdem weiterhin mein Bestes. Ich glaube, hier müsste sich auch jemand befinden. Nein, hier befindet sich niemand. Gott, war das ein knapp gerade. Das habe ich jetzt gemacht, um zu testen, ob da jemand ist. Oh, mein Auge juckt. Einen Moment. Ah, Gott, ist das schrecklich. Ich habe echt Probleme mit dem Juckreiz. Ich sollte mich mal wieder duschen. Ist ja auch lange her jetzt mittlerweile schon, dass ich geduscht habe. Vielen Dank. Oh, das war sehr knapp. Mein Teammate hat ihn gut eliminiert. Eine Drohne für mein Team. Immer wieder gern geschehen. Das ist das, was wir sehen wollen. Da sind beide drinne gerade. Ich persönlich wünschte im Moment... Da ist einer. Ich höre mal kurz. Komm schon. Nein! Das war sehr schlecht von mir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich spiele mir ganz kurz mit der MP7 weiter. Weil ich jetzt keine Zeit habe zum Nachladen. Da rechts. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Du musst sterben, mein Freund. Er hatte gedacht, ich komme nicht zurück. Deswegen hat er... Nein! Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er so schnell mich von da killt. Mit der Evo. Mit der Scorpion. Wie heißt die nochmal? Die heißt Scorpion, ne? Ja, die heißt Scorpion. Wieso sage ich immer Evo? Heißt die Scorpion Evo? Ich glaube schon, ne? Deswegen sage ich immer Evo. Ich wundere mich immer ein bisschen. Okay, die sind jetzt wieder da hinten. Ich mag den Spawn, wenn die da hinten sind. Nur dieser Typ, der ist die ganze Zeit AFK. Wenigstens bin ich jetzt wieder positiv. 16 zu 9 ist zwar kein guter Score, aber immerhin positiv. Wow. Ich bin echt sprachlos gerade. Diese Gegner. Die sind nicht schlecht, aber ich spiele einfach nicht gut genug, denke ich. Manchmal gibt es so Folgen, das spiele ich richtig geil. Manchmal gibt es so Folgen, das spiele ich richtig schlecht. Obwohl ich eigentlich immer erwarten müsste, dass ich immer gut spiele. Für mich persönlich. Mindestens eine 2,5er KD. Das ist das, was ich meistens erwarte. 2,5er KD. Das ist etwas, was ich mindestens jedes Spiel erwarte. Wir haben gewonnen und der über mir hat wesentlich besser gespielt als ich. Muss ich ja auch wirklich zugeben. Und ja, ich denke, das war's mit der Folge von Road to Commander. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich ein bisschen schnellere Folgen mache, dann muss ich meine Stimme nicht so ein bisschen nicht so stark. Muss ich meine Stimme nicht so stark anstrengen. Und dann geht es immer ein bisschen besser. Lasst mir mal in den Kommentaren, was ihr besser findet. Wenn das der Fall ist, dass ihr mehr dieser ruhigen Videos. Oh, wir haben endlich. Moment mal, ich gucke kurz mal was. Ich gehe mal kurz hier raus. Einen Moment. Okay, das ist die SMR. Das ist, glaube ich, eine halbautomatische, eine... Ja, okay. Okay, das ist also sowas wie FAL. Da will ich mir noch was anderes ansehen. Einen Moment. Ja, die Scorpion. Die werden wir auf jeden Fall im nächsten Part von Road to Commander benutzen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs zu Ende schauen. Lasst mich in die Kommentaren wissen, was ihr besser findet. Eher diese stilleren oder diese lauten HDS-Commentaries. Denn das Ding ist, wenn ich abends aufnehme, bin ich immer ein bisschen lockerer drauf. Morgens, nachdem ich Kaffee getrunken habe, bin ich etwas aktiver drauf, will ich ja schon fast sagen. Playlist in der Beschreibung, da könnt ihr euch alle Parts ansehen. Insbesondere in den gestrigen Part. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut, falls ihr den verpasst habt. Und genau, bewerten nicht vergessen mit einem Daumen nach oben, dann lade ich jeden Tag immer wieder Road to Commanders hoch. Und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen und sage wie immer nur noch 3, 2, 1, tschüss.